Meinst du nicht, dass du übertreibst? Das sind alles erwachsene Männer, die putzen das in einem Ruck weg. Ja, aber was das wieder kostet, bei mir hättest du es billiger gehabt. Und warum hast du es dann nicht gemacht? Weil es mir keiner gesagt hat. Bitte jetzt keinen Krach, Mutter, wir haben genug Stress. 55 Mark, da muss eine alte Frau lange für stricken. Halt! Was ist alt? Wo ist mein Fernseher? Dein Fernseher, Mutter, ach, der war doch immer schon so kriselig und da ein Bildstrick in der Mitte. Ja, aber die Farbe war wie in der Natur. Aber er hat die Apparate in der ganzen Nachbarschaft gestört. Was willst du damit sagen, Hildegard? Ich wollte dir einen neuen beschaffen. Wir haben ihn auf den Müll gestellt. Bist du verrückt geworden? So denn? Da ist mein ganzes Geld drin und meine Papiere. Ich habe die Rückwand aufgeschraubt. Ich habe immer einen Schraub. Wir müssen sofort zurück. Also, los, komm, umkehren. Heute. Also umkehren. Wirklich, dann setz dich doch rein. Umkehren, umkehren. Was soll das, wenn die hier einsteigt, kann ich nicht fahren. Mal wahnsinnig. Ich glaube, ich bin im Kongo. Nein, es ist nicht zu fassen. Jetzt fahr los. Was denn hier los? Ja, hier ist dicht, Frau. Ja, nicht mehr durch. Ja. Da hinten auch nicht. Nein, nein, erst eine Zappenduster. Da wissen Sie wohl hinten rum. Ja, hinten rum. Also, Willi, auf drei heben wir an. Eins, zwei, drei. Kantenmuster, Willi, Kanten! Nee, Drückenmuster, Heinz. Sonst kriegen wir das Ding nie durch. Vielleicht hätten wir den Zeichnung machen müssen. Also bitte, meine Herren, Vorsicht. Erstmal absenken, alles erstmal absenken. Was für Barbaren hat man mir hier ins Haus geschickt? Diese Statue ist aus dem 3. Jahrtausend vor Christi. Aber Vater, du sagtest doch, Barbaren gab es damals noch gar nicht. Willst du mich etwa belehren mit deiner Realschulbildung? Ich ahne schon, man will dem Herrn Professor den Lebensabend verderben. Also machen Sie sich mal keinen Kopf, Herr Professor. Ist ja bloß Jips. Wenn wirklich was kaputt gehen sollte, heutzutage gibt es schon hervorragende Kleber. Neulich, da habe ich ein Fahrrad zusammengeklebt. Oh, Tatsache! Fahrrad? Was heißt denn hier Fahrrad? Hier geht es um Kunst. Wer hat mich nur dazu überredet, dieses mein Haus gegen die Bruchbude von diesen Sonntags zu tauschen? Beruhige dich doch erstmal, Vater. Du warst es doch selber. Du wolltest doch in unsere Nähe ziehen. Ich? Aber Herr Sperling, das haben Sie doch Ihrem Vater eingeredet. Ja, selbstverständlich, mein Herr Sohn, ja. Ja. Aber jetzt wird hier wieder eingeräumt. Ich habe es satt, ich ziehe nicht. Aber Vater, das kannst du uns doch jetzt nicht antun. Die Nachbarn sollen dir doch alle viel zu laut, Vater. Aber da wird sich eben der Herr Professor etwas in die Ohren stopfen. Mein schöner Fernseher ist doch zum Verrücktwerden. Die Leute haben keinen Anstand. Alle schmeißen sie weg. Das ist doch unsere Fuhre, Hilde. Du hast mich ruiniert. Wie kann es ja nicht gewesen sein? Du meckerst doch immer über deine kleine Rente. Guten Tag, meine Damen. Frau Boris, ach, guten Tag. Suchen Sie was? Na ja, man muss heutzutage schon aufpassen. Ich hab da vorhin einen Bengel gesehen, der hier herumstreutschte. Hat er vielleicht einen Fernseher weggetragen? Das sah so aus. Welche Richtung ist er gegangen? Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe mir alles neu gekauft. Wenn Sie ein uraltes Modell brauchen, ich habe dann noch eins auf dem Boden stehen. Danke, liebe Frau Boris, vielen Dank. Also bitte, Fräulein Knochenhauer, ja? Tun Sie mir den einzigen Gefallen und halten Sie sich diesmal ausnahmsweise aus unserer Diskussion raus, ja? Das bin ich allerdings auch. Es wird ja auch höchste Zeit. Und ich sage noch einmal, es ist mein letzter Wille, mein fester Wille, mein fester Entschluss. Ich ziehe nicht. Was ist denn hier los? Weiter seid ihr noch nicht? Es wäre zu freundlich, meine Herrschaften, wenn Sie Ihren Streit später fortsetzen würden. Jetzt müssen wir hin oder raus. Wir stecken bleiben, bezahlt uns, Gena. Also wie schon gesagt, alles wieder rein. Na, also bitte, verstehen Sie kein Wort. Nein, meine Herren, nicht. Mein Vater meint das natürlich alles nicht so. Können wir nur endlich mal eine Entscheidung fällen? Franz, sag du doch mal was. Irgendwas Besänftigendes. Selbstverständlich, lieber Walter. Wenn dein alter Herr noch weiter so rumnölt, mach ich's wahr und wir ziehen zurück. Außerdem ist unser Dach neu gedeckt. Auf diesem wächst Moos. Los, Willi, alle zurück. Ich habe dieses Dach vor 20 Jahren mit Qualitätsziegeln neu decken lassen. Das hält ein Leben lang. Ich hatte nicht vor, in den nächsten 2 Wochen das Zeitliche zu segnen, Herr Professor. Also wie schon gesagt, Kommando zurück. Ich ziehe nicht. Also machen Sie mal in Ruhe Ihren Zirkus weiter. Uns reicht es jetzt. Herr Professor, wir machen Folgendes. Wir gehen erstmal um die Ecke in die Kneipe frühstücken und wenn die Herren das Problem ausdiskutiert haben, dann lassen sie uns doch freundlicherweise wissen. Hm? Mahlzeit! Aber Sie können doch diese wertvollen Gipsabgüsse nicht im Garten stehen lassen. Tja, Herr Professor,
Der Pöbel hat gesiegt. Mutter, nur wehne man nicht. Ich ersetze dir das Geld. Ach, wie willst du das wohl machen? Das sind 6.000 Mark noch vom Finderlohn. 6.000? Bist du das Wahnsinn? Warum bringst du dir nicht zur Bank? Ach, die Banken sind doch heute nicht mehr sicher. Ja, aber der Fernseher, hä? Ach, nun komm. Dich kriegt man nicht groß. Ramses! Kleopatra! Wo seid ihr denn? Entschuldigung, haben Sie die Katzen vom Herrn Professor gesehen? Also ohne seine Katzen läuft hier überhaupt nichts. Oh. Ramses! Cleo! Ramses, Cleo. Ach Mensch, Papa, das nervt. Den ganzen Tag sitzen wir rum und nichts passiert, kannst du nicht was machen. Solange Mama nicht da ist, passiert nichts. Wieso denn nicht? Wir sind zu dritt, wir können doch schon anfangen. Wir haben einen Fachmann hier. Wo ist denn hier ein Fachmann? Das ist ein Studierter, ein Kollege von mir, Busfahrer. Entschuldigung. An die Linke, hallo. Student im 5. Semester Volkswirtschaft. Mit dem Busfahren stocke ich nur mein Kapital ein bisschen auf. Ich bin nämlich total pleite. Oh, pleite, das kenne ich. Apropos, ich brauche einen neuen Vorderreifen. Karin, eins nach dem anderen, ja? Ist der Mensch da eigentlich krank oder? Oh, nee, bloß verrückt. Na, na, Karin. Das stärkt die Nerven, junger Mann, und erhöht die Spannung. Hier ist vielleicht was los, hier läuft gar nichts. Ich bin froh, dass du kommst, Mutti. Hilf mir jemand bei den Brötchen? Alles ist hin. Alles ist hin. Wem sagst du das, Mutter? Wem sagst du das? Oh Gott, ich dachte, ihr hättet schon längst angefangen. Ja, Sperling, sind Sie nicht einig, mal wollen Sie ausziehen, mal wollen Sie nicht. Und das lässt du dir gefallen? Ja, was soll ich denn machen? Also erst zwingt ihr mich fast zu diesem Umzug und dann stehst du da wie ein dummer Junge und sagst, was soll ich denn machen? Lasst ihr euch alles gefallen von diesem Professor? Was soll ich denn machen? Mädchen, ist das alles, was du zu sagen hast? Wer sind Sie denn? Das ist Andi Linke. Ja, ein Kollege von mir. Ja, Besuchszeit ist in 3 Jahren donnerstags. Ja, ich wollte Ihnen eigentlich beim Umzug helfen. Ja. Das können Sie gerne machen. Also, wenn ich jetzt auch mal was sagen dürfte, schnell, bitte. Dann gehen wir jetzt über die Terrasse. Warum denn? Ja, die Tür ist total versperrt. Da steht eine Riesenkiste, da kommt kein Mensch durch. Oh, Herr Professor. So, jetzt gehen wir mal rein und blasen Ihnen ordentlich den Marsch. Gut. Oh, Kinder, kommt nicht mit Gewalt. Du bleibst hier, Franz, und hältst die Stellung. Da bedarf es einer gewissen Sensibilität. Du und sensibel. Bitte, Vater. Du kannst jetzt nicht einfach vom Vertrag zurück. Ich werde es dir beweisen. Das gibt einen Skandal, Vater. Man wird prozessiert. Schluss mit dem Rumgerede. Wir haben einen Vertrag, daran steht, dass wir heute hier einziehen. Und genau das werden wir jetzt tun. Und genau das werden Sie nicht tun. Noch wohne ich hier. Und dieses Recht lasse ich mir auch von Ihnen nicht streitig machen. Ich denke, ihr Rieselkalt, wo bin ich denn? Bitte, Hilde, lass uns das alles in Ruhe diskutieren. Warum denn diskutieren? Zeit ist Geld. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt langsam mal an. Ich gehe nicht reden. Moment mal, Moment mal. So geht das doch nicht, bitte. Und wie das geht. Ich lasse mich von Ihnen nicht vertreiben! Na gut, Sie können hier wohnen bleiben. Warten Sie mal da am Grillplatz. Ja, das ist noch ein bisschen Platz. Oder hier auf der Terrasse. Wir können Ihnen natürlich auch ein Dachstübchen anbieten. Über die Miete wäre uns schon klar. Kann aber sein, dass es da durchregnet. Ich nehme schon mal was mit von Ihren Sachen, ja? Ach, das macht doch nichts. Dann borgen wir dem Herrn Professor immer einen Regenschirm. So nett sind wir. Und Musik. Musik haben wir den ganzen Tag. Ja, umsonst. Unser lieber Herr Schindler spielt nämlich Dudelsack. Nicht sehr gut, aber er übt und übt und übt. Meine Tochter macht Karate. Trainiert auch hier im Haus. Das klirrt manchmal etwas. Und ich arbeite auf der Nähmaschine. Die ist nicht sehr neu, aber dafür laut. Ja, an die Geräusche werden Sie sich schon gewöhnen. Ich muss nachts arbeiten, wissen Sie? Weil am Tage da verdiene ich mir als Tagesmutter von 6 niedlichen kleinen Mädchen ein Taschengeld dazu. Die Geräusche, ach, an die gewöhnen Sie sich. Und sollte eins von diesen kleinen, halslosen Dingern mal in Ihr Zimmer kommen, dann sagen Sie doch einfach raus! Ich bin sprachlos. Sind ja ein Teufelsweib. Aber im Possant. Endlich mal einer, der mir die Meinung sagt. Dieses Horror-Szenario ist nichts für mich. Voll Knochenhauer! Wo sind die Möbelträger? Was steht hier herum? Wir ziehen! Halt! Herr Schindler, Sie sollten sich schämen. Tue ich auch, Frau Kretschmer. Ich weiß, Fernsehen macht dumm, aber sehen Sie mal, alle Mitarbeiter in der Firma unterhalten sich nur über das Fernsehen. Da habe ich mir dieses Gerät vom Spermel mitgenommen. Jeden Abend eine Stunde. Ja, ich habe ja großes Verständnis für Ihre Situation, aber wissen Sie, was ich da drin versteckt habe? Mein ganzes Kapital. Kretschmer, Sie sind doch wirklich für jede Überraschung gut. Ihr Kapital ist so zwar stark schon gesichert, aber bringt keine Zinsen. Würden Sie sich bitte um meinen Hansi kümmern, lieber Herr Schindler. Ach, bitte. Ja.
Ich finde das ja völlig beknackt, die Gläser an die Bücherwand einzuräumen, wo hier noch nichts renoviert ist, du. Die Speditionsfirma will ihre Kartons und Kästen wieder haben. Aha. Na, viel Glück. Was hat denn hier geklirrt? Etwa ein schöner blauer Römer? Glück und Glas, wie leicht bricht das? Ja, auch noch ein dichter, was? Na, was denn du? Ein ganz billiger, ist schon gut. Na, dein Glück hätte ja sein können, bei deinen zwei linken Händen. Deine Mutter auch so ein Theater um ihren Müll? Nee, macht sie nicht. Die ist tot. Verunglückt in den Bergen, als ich noch in den Windeln lag. Und wo wohnst du jetzt? Zuletzt im Internat. Aber das wurde dann auf die Dauer zu teuer. Jetzt lebe ich abwechselnd bei Tanten. So einer bist du, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja. Das sind wirklich meine Tanten. Ganz echte Tanten. Maria und Verena. Und warum wohnst du gleich bei beiden? Tue ich ja gar nicht. Ich pendle. Maria ist mit dem Fernfahrer zusammen und lebt in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Wenn der nach Hause kommt, dann ist wirklich einer zu viel. Und Verena, die hat manchmal tagelang Migräne. Dann macht sie die Rollläden runter, macht alles dicht und kann niemanden mehr sehen. Und was machst du, wenn die eine Migräne hat und der Fernfahrer bei der anderen ist? Und meinst du wie heute? Tja, dann habe ich ein Problem. Ja, hier gibt es ja genügend Dachkammern nicht. Sag mal, kannst du mir mal helfen, den Schnellkochtopf suchen? Deine Schnellkochtopf interessieren mich im Moment nicht. Dann kriegst du auch kein Mittag. Ich brauche ja nur einen Knochen. Sag mal, hast du zu viel getrunken? Nein, ich komme mir manchmal vor hier wie so ein vernachlässigter Hofhund. Ja, mach doch ein Gesicht wie ein alter Bernhardiner. Oh, Brummel, Brummel, immer Mecker. So, gnädige Frau, hier ist er, wo Sie ihn hinhaben wollten. Danke, meine Herren. Genau an die Wand sollte der Schrank. Da gibt es ein kleines Problem schon, liebe Frau. Also wenn Sie den Schrank unbedingt an die Wand haben wollen, dann müssen wir ihn mit einer Strippe festmachen. Allerdings würden durch das Gefälle die Türen immer aufgehen. Nee, Willi, das geht auch total anders. Man kann mit der Spitzhacke aus der Schräge was raushauen, dann steht er gerade. Nur die Ecke, die durch das Dach nach außen kickt, wird bei Rehen ein bisschen nass. Ich lass mich doch von Ihnen nicht vergackeiern. Franz! Franz, komm mal bitte! Ja. Da bist du. Um Gottes Willen, was soll das denn? Der Schrank muss da hin. Das soll kein Eigenlob sein, aber das dachten wir auch. Nein, Franz, da soll mein Sofa hin, weil das ist so ein schöner Blick nach draußen. Sieh, Kind, blick her, Mutter, das ist die einzige Möglichkeit. Der Schrank muss da rüber. Naja, Sie hätten mir ja denken können, dass ihr mir wieder den schlechtesten Raum zugewiesen habt. Entschuldigung, Mutter, es hat dir niemand einen Raum zugewiesen. Du hast ihn dir selbst ausgesucht, weil er so schön gemütlich ist, wegen der schrägen Wände. Gut, es bleibt mir ja noch das Seniorenheim. Hinten, Seniorenheim! Du hast mir doch im Auto gesagt, dass du das mit dem Seniorenheim gar nicht so ernst gemacht hast. Eigentlich wollten wir Weihnachten wieder zu Hause sein. Meine Oma, es kommt zur Bescherung. Also Mutter, was hast du dagegen, dass dieser Schrank da steht? Das ist doch die einzige Möglichkeit. Wenn man alt ist, hat man sich eben zu fügen. Es bleibt einem da anderes übrig. Ich sag dir immer, weil es hier der letzte weggebaut hat. Fügen sich, meine Herren, umbauen. Also, Lilly, wie immer, drinnen die Kartoffeln, raus aus der Kartoffel. Bring mal das erstmal auf den Balkon. So, jetzt läuft er wieder, dein Drahtesel. Danke. Gern geschehen, meine Süße. Deine Süße bin ich nicht. Finger weg, ich kann Judo. So, na, das will ich sehen. Du glaubst nicht. Kaufst du nicht. Oh. Hey. Tja. Also, das mit dem Judo hat mich überzeugt. Lass mich runter. Meine Lass Süße, runter, rein. Bist du trotzdem. Was ist denn los? Die meisten Mädchen mögen das. Ich nicht. Du bist wohl ein anderer Typ, ne? Mehr so ein Kumpel, ich ha? Will auch kein Kumpel sein. Auch nicht? Ja, was dann? Eine ganz normale Frau. Magst du auch was zu trinken? Eine ganz normale Frau? Oh, Karin, da musst du aber noch ein bisschen auf die Weide, du. Du traust mir wohl keine Leidenschaft zu. Wenn du wüsstest, was ich schon alles mitgemacht habe. Ui, 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 ui. Tja, also, ich gestehe, bist sowieso nicht ganz mein Typ. Du bist ein blöder Affe. Dich hätte ich sowieso nicht gewollt. Da gibt's doch jemanden, auf den du stehst, was? Das ist es ja, was mich so fertig macht. Und? Beißt er nicht an? Nicht lachen. Mein Mathelehrer. Doch gesagt, nicht lachen. Tut mir leid. Aber da wüsste ich was. Todsicheres Mittel. Wirklich? Todsicher. Du bist doch nicht von schlechten Eltern. Setz doch mal deine Reize ein. Bist du mit dem Hintern wackeln? Sexappeal. Cheese. Cheese. Hätte ich doch nur doch selber gewusst, du Pfeife. Danke. So,
Einmal umgezogen ist wie einmal abgebrannt. Wem sagst du? Koch jetzt mal für die ganze Mannschaft Kaffee. Ja. Oh, Entschuldigung, darf ich? Ich muss nämlich den Tee für den Herrn Professor zubereiten und auch die Katzen brauchen ihre angewärmte Milch. Ja, aber das ist unser Kessel. Mutter, lass doch, wenn der Herr Professor unbedingt seinen Tee braucht. Ja, ja, danke, Frau Sonntag. Ich merke, Sie haben doch Anstand. Wissen Sie, den braucht man in dieser Gegend. Hier wohnen nämlich nur sehr vornehme Leute ringsherum. Ach, was du nicht sagen. Das trifft sich ja sehr gut. Meine Enkeltochter war nämlich jahrelang mit einem Grafen befreundet. Den Grafen. Was sind das eigentlich für Leute in der Nachbarschaft? Das sind hochstehende Persönlichkeiten. Oh. Ja, hier gleich an der Ecke, da wohnt der Pastor. Und da gegenüber, da wohnt ein englisches Paar. Ach, die Herrschaften stehen sogar dem Königshause nah. Ach, was ist das? Sie haben einen sehr schönen Tausch gemacht. Um Gottes Willen, was ist denn das? Mein Gott, das macht ja meine Katzen nervös. Das ist unser Dudelsaxolist, Herr Professor Schindler. Er ist bei den Berliner Philharmonikern. Gott, meine hochsensiblen Katzen. Die bekommen ja einen Nervenschock. God save the Queen. Du meinst, das ist Pornografie. Weil sich der Leute so alle hinstellen, wa? Bitte, meine Herren. Bewegen Sie diesen Krug äußerst vorsichtig. Er ist sehr wertvoll. Ach, nee. Ach, Herr Professor, sagen Sie mal, was bringt denn so ein Ding? So, ja. Was meinen Sie? Er meint, wie viel Mille kostet denn so ein Krug? Oh, 4 Mille? Das ist in der heutigen Währung kaum auszudrücken. Ungefähr werden Sie es ja wohl wissen. Was interessiert Sie das eigentlich? Ihre Aufgabe besteht doch lediglich darin, mein Eigentum zu transportieren. Ja, so einfach ist das eine Urinomie. Ja, stellen Sie sich mal vor, ich lasse das Ding fallen. Was bleibt, Vorsicht, ist ein Haufen Scherben. Fuchteln Sie mit diesem wertvollen Krug nicht so herum. Gucken Sie mal, das ist so eine wirklich eine besondere Verantwortung. Ja. Verstehen Sie? Selbstverständlich verstehe ich. Das ist eine Verantwortung der Weltkultur gegenüber. Ja, das ist es ja eben. Ah, der Weltkultur? Ja, bezahlt allerdings werden wir für Kleiderschränke, Sessel, Tische. Ja, und so ein Konzertflügel, das ist für uns schon eine gewisse Spezialaufgabe. Ja. Verstehen Sie? Ja, nein. Leider, meine Herren, ich verstehe Sie nicht. Da ist das wieder, Willi. Der Professor ist ein gebildeter Mann, aber von den ganz einfachen Dingen hier, da hat er keine Ahnung. Ja, ist wie immer. Außer Späßen nicht gewesen. Rein in die gute Stube. Lolli. Auf den Nähmaschinentisch. Sag mal, bist du hier nähen? Ja, erstmal. Nur weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch zum Nähen komme. Die Teubert hält mich ganz schön auf Trab, weißt du? Ich soll verkaufen, die Geschäftsbücher machen, das Sortiment in Ordnung halten. Es kommt doch so weit, dass er bei ihr zu Hause zugen gießen muss. Du hast es ja so gewollt. Ich hätte mir die Teubert genauso gründlich ansehen müssen wie die Geschäftsbücher, weißt du? Die hat manchmal so einen Ton am Leib. Der macht mir Sorge. Oder die Verkleinerung der Wörter. Schönchen, Sonntagchen, Kleinchen, Röckchen, Blüßchen. Ach Gottchen, ich denke, die ist die Größte. So hat jeder seine Problemchen. Wo hast du denn Probleme? Deine Chefs siehst du alle paar Wochen mal und deinen Kollegen winkst du ab und zu mal von Weitem zu. Das ist es eben. Ich bin ganz auf mich allein gestellt. Och, mein armer Liebling. Ist aus dem großen Bernardiner ein kleiner Dackel geworden. Verlange nicht, dass ich wähle. Ah, Hildchen, du kriegst Besuch. Wer? Dein Teilhaberchen. Ach Gottchen, die darf hier nicht ins Chaos. Warum haben Sie denn nicht angerufen, Frau Teubert? Ich hab's ja versucht, aber ich hatte nur Ihre alte Nummer. Da meldet sich immer wieder der Anrufbeantworter. Oh, Donnerwetter. Gott sei Dank mit Ihrer neuen Adresse. Also jedenfalls, Sonntagchen, so geht's nicht weiter. Entweder oder. Ich kann Sie leider noch nicht reinbitten, weil... Wieso entweder oder? Entweder Sie kommen Ihren Pflichten als Teilhaberin nach, oder ich muss jemanden anstellen auf Ihre Kosten, der den Laden in Schwung hält. Bitte, Frau Teubert, lassen Sie mir Zeit. Ja, ich sehe schon. Sie haben im Augenblick ganz andere Dinge im Kopf. Das Geschäft ist Ihnen völlig egal. Sonntagchen, wie habe ich mich in Ihnen getäuscht? Wir sind heute erst hier eingezogen. Bitte. Ich verspreche es. Ich verspreche es wirklich. Ab übernächster Woche bin ich wieder ganz für Sie da. Übernächste Woche? Nein, Frau Sonntag. Am Montag erwarte ich Sie. Ich will jetzt endlich mit meiner Kur beginnen. Hm.
Läufst du jetzt schon mit dem Poster? Ist der nicht pretty? Der auf dem Poster? Sieht man ja gar nichts. Du nicht, aber ich. Wie der übers Wasser fliegt. Fast wie mein Wittico. Wie dein Wittico? Hm. Dein Mathelehrer? Der hat dir doch gerade eine 6 angehängt. Keine 6, eine 5. Übertreibt doch nicht. Oh, Streber. Also wenn er einen so anschaut, kann man richtig high werden. Dem traut man gar nicht Mathe zu. Eher Philosophie, Gedichte, Musik, wo uns einer Bauchschmerzen kriegt. Da rennt doch immer in die Philharmonie. Nur zu mir ist er kalt wie die Antarktis. Du, hör mal, mein Schatz. Apropos Schule, komm, ich muss mal mit dir was besprechen. Setz dich mal. Komm mal her. Dein Weg ist doch durch diesen Umzug jetzt ziemlich weit geworden zur Schule, ne? Quatsch. 20 Minuten im Rad ist kein Problem für mich. Aber du, hier in der Nähe ist ein Gymnasium. Mutti, nein! Ich hätte gern das. Da gehen nur diese feingemachten Pinkel hin. Die Herren legen sich nur mit Krawatte ins Bett und die Fräuleins nur mit BH. Wir haben mal gegen die Handball gespielt. Und verloren, nicht? Sonst würdest du nicht so gehässig sein. Aber überleg dir das mit dem Schulwechsel. Nein, mal, ja? Mutti, ich möchte an meiner Schule bleiben. Wegen dem hier, der so schwebt? Mensch, Mutti, du blickst überhaupt nicht durch. Ach, träum mal ein. Franz, guck mal, was ich im Keller gefunden habe. Es scheint mir Ramses zu sein. Jetzt kann die olle Knochen aber endlich abziehen. Wird doch Zeit. Übrigens, warst du schon mal im Keller? Wieso? Die ganzen Wände sind feucht, von oben bis unten. Es muss alles isoliert werden. Ach, guck, hab mir doch gedacht. Sag ich so weltfremd, dieser Mumienforscher, was? Sich übers Ohr gehauen, dieser Akademiker. Na, schmecken die Bratkartoffeln? Und wie? Möchten Sie noch ein paar? Oh ja, gerne. Ich esse Bratkartoffeln nämlich für mein Leben gern. Ja. Bei meinen Tanten gibt's die leider nie. Die machen die nicht, weil sonst immer die ganze Bude danach stinkt. Ach so. Lecker. Danke. Denk mir, Mutti, der Andi hat nicht mal mehr eine richtige Bleibe. Der muss immer bei seinen Tanten wohnen. Na, mit so alten Tanten hätte ich auch meine Schwierigkeit. Oh. So alt sind die noch gar nicht. Die eine ist 24 und die andere knapp 30. Sie können ja wieder mal vorbeikommen. Und nicht nur wegen der Bratkartoffeln. Sag mal, Mutti, kann Andi nicht in einer der Dachkammern oben schlafen? Du kannst ihm ja gleich dein Zimmer anbieten. Also, ich möchte jetzt nicht aufdringlich werden. Nein, nein, nur irgendjemand muss sie schon auf den Gedanken bringen. Du wirst sehen, es arbeitet in ihr. Dann irgendwann schnackelt das kleine Häkchen im Kopf ein. Dann wird sie dich fragen, ob du nicht Lust hast, in einer der oberen Dachkammern zu schlafen. Die nimmt doch jeden streunenden Hund auf. Du Mama, hör mal. Hilde, ich habe nicht gehört, dass du angeklopft hast. Ach Gott, entschuldige, ich war so in Schwung. Aber sonst klopfe ich immer an. Das gehört sich auch so. Also weißt du, du bist auch schon mal in unser Schlafzimmer reingeplatzt, um was Wichtiges zu sagen, ohne anzuklopfen. Das war vor 8 Jahren. Da konnte ich ja nicht wissen, dass ihr mittags um 12 schon im Bett liegt. Ja, macht man ja auch nicht am helllichten Tag, nicht? Aber egal, du, ich wollte nur fragen, ob du runterkommst, ein Glas Sekt mit uns trinkst. Ja? Mama, sei nicht böse. Alles wieder gut. Bis gleich. So, jetzt müsste funktionieren. Schalt mal ein Kai. Hast du die Erde richtig dran? Natürlich habe ich die. Lass mal, ich habe schon Kerzen vorbereitet. Das war die erste Lampe, Mensch. Jetzt bin ich mit anderen Teil am Ende. Schönen guten Abend. So. Die Haustierklingel funktioniert wohl nicht. Weil die zum Helfen kommst du ein bisschen spät. Zum Helfen kommen wir nie zu spät. Was machst du denn da, Frau Leiter? Sieht man doch. Ich warte auf den Milchmann, Mensch. Ich hänge eine Lampe auf. Siehst du doch. Das Ding funktioniert nicht. Warte mal, dann lass mich mal einen kleinen Trick. Ein Weltmeister, Bruder. Ja, prima. Ich glaube nämlich, Karin, schalt's mal. Ja, mit Gewalt! 1-0 für mich. Nee, warum haben Sie sich durch den Transport gelöst, du Knaller? Bei dir auch. Schönen Tag, Frau Kretschmer. Ach, Frau Heidi, Sie haben uns gerade noch gefehlt. Ja, wenn wir uns den Kommissar nicht hätten. Na, Kommissar? Ja. Nein, nein, wirklich ja nicht wie im Fernsehen. Ach so. Aber wenn eine Maus ein Stückchen Käse stiebelt. Karin, ich höre alles. So, jetzt hast du richtig Appetit, aber ein schönes, kühles Waldi. Ja. Grüß dich. Der erste Besuch im neuen Haus, das fängt gut an. Tag, Bruder. Sehe schon, mit Koffern. Ja, ich wollte euch fragen, ob ihr Plätzchen für mich habt. Bitte sehr. Ah, hatte ich die Bure rausgeworfen, wa? Nee, nee. Ich bin von alleine gegangen. Die hat penetrant versucht, dass ich mein Bier aus dem Glas trinke. Das schmeckt mir nicht. Habt ihr Platz für mich? Du hast aber Glück, dass wir ein Gästezimmer haben. Nee, das habe ich Andi versprochen. Ein Kollege von Franz. Das siehst du, habe ich ja gesagt, wenn das kleine Häkchen umschneidet. Dann muss mein Brüderchen eben in die Dachkammer ziehen, ne? Einverstanden. Wir müssen in ein größeres Haus ziehen. Oh ja. Also, worauf trinken wir? Mein Kind, für dieses neue Haus bringe ich dir den Blumenstrauß. Oh, das ist aber lieb, Mama. Mutter, das hätte selbst ich nicht besser sagen können. Sekt dafür. Ich trinke auf das Glück dieses Hauses. Und auf eine
angenehme Nachbarschaft. Unsere vornehmen Nachbarn aus England sind noch gar nicht da. Und worauf trinken Sie? Ich trinke, auf dass die Migräne meiner Tante noch möglichst lange anhält. Ich trinke, weil ich Durst habe. Ehrlich ist er jedenfalls. Prost. Prost. Hier nimm ein Schlückchen, Dick. Danke. Herein. Halt, keinen Schritt weiter. Ich werde dir schon nicht deine Unschuld rauben. Enttäuscht. Du bildest dir ganz schön was ein. So jemanden wie dich kriegst du einen Sparpreis. Ich brauchte eigentlich nur eine Zahnbürste. Im Bad rechts oben im Schrank müsste eine nagelneue liegen. Eine bessere Ausrede ist dir auch nicht eingefallen, was? Ich konnte nicht schlafen. Soll ich dir ein Wiegenlied singen? Oh ja, das wäre schön. Nimm mal im Ernst. Ich habe über das Ganze mal so richtig nachgedacht. Worüber? Über den Tod deines Bruders. Ich komme mir vor wie so ein Eindringling. Ach, deswegen wolltest du den Pyjama von Knut nicht anziehen? Verstehe doch, Karin. Ich möchte mich doch auch nicht aufzwingen. Setz dich mal hierher. Wirklich? Komm her. Weißt du, wir haben alle sehr an dem alten Haus gehangen. Und eigentlich sind wir nur ausgezogen, damit Mutti auf andere Gedanken kommt. Vielleicht könntest du da auch eine sehr große Rolle spielen. Aber wenn ich deinen Vater so über ihn reden höre, dann scheint er ein ziemlich anständiger Kerl gewesen zu sein, dein Bruder. Was bin ich dagegen? Ein armer Student, der sich von Semester zu Semester schleppt. Das ist ein kleiner Irrtum. Knut hat Ewigkeiten an seiner Meisterprüfung rumgedoktert, bis er schließlich aufgegeben hat wegen dem Mädchen. Mein Vater war unheimlich sauer. Also so toll war Knut gar nicht. Und trotzdem fehlt er mir jetzt. Ich bin froh, dass du heute geblieben bist. Es ist fast ein bisschen so, als wenn er da wäre. Du bist ja doch ganz nett. Schläfst du schon? Ja, fest. Das wollen wir ja mal sehen. Kindchen, lass das, was soll das, hör auf. Oh, Schätzchen, hm? Ist doch so romantisch hier, ja? Kerzen. Und vielleicht zum, zum, zum. Dumme Jungs mögen kein Kerzenlicht und Bernardine sind nicht romantisch. Weißt du, das war heute Morgen, ich war in Rage. Ich hab's doch nicht so gemeint. Du hast mich vor allen Leuten abgekanzelt. Du untergräbst meine Autorität. Nein, es waren ja nur Karin und Andi dabei. Ja, eben. Ich soll mich um Andi kümmern. Er ist praktisch mein Lehrling. Du sagst, er fährt den Bus schon ganz allein und sogar recht gut. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und Karin ist schon frech genug. Hast recht. Ich mach dir einen Vorschlag, ja? Ich ziehe den dummen Jungen und den Bernardiner offiziell hiermit zurück und ersetze ihn durch meinen lieben Mann. Hm? Schmolz denn noch? Na komm, gib mal einen Kuss. Buff. Also eins kann ich euch sagen, die Brötchen taugen überhaupt nichts. Lass mal sehen, die sind doch nicht frisch, Mensch. Sind aufgebacken. Der alte Bäcker war besser. Frisches Rührei? Ja, danke. Das habe ich überhaupt gern hier. Neues Haus und alte Zeitung. Ihr habt vergessen, die Zeitung umzumelden. Muss ja selbst dran denken können. Soll ich noch alles machen? So, mag jemand? Ja, ich bitte. Danke. Okay. Man liest nicht bei Tisch, Karin. Schon gar nicht, wenn Gäste da sind, nicht wahr, Franz? Jawohl, liebe Mutter. Endlich mal was Aktuelles. Oder wusstest du, dass die Dinosaurier 100.000 Jahre was? Früher gelebt haben okay. sollen, als bisher angenommen? Und warum sagst du es gerade mir? 1:0 für dich, Karin. So, wenn man euch dazu hört, muss man glauben, wir nörgeln nur aneinander rum. Na, wie haben Sie geschlafen? Oh, danke, ausgezeichnet. Aber ich werde trotzdem heute mal telefonieren und mich nach der Migräne und Tante Verena erkundigen. Sie könnte gerne hier wohnen bleiben. Also, ich möchte wirklich nicht aufdringlich werden. Aber na, natürlich, bis du nichts Anständiges gefunden hast, kannst du hier bleiben. Auf jeden Fall besser als dieser Waldi. Ja. Oh, Frau Kretschmer, oh. Da hab ich wohl gerade verpasst, dass Sie was Liebenswürdiges über mich sagten. Morgen. Das war mir was ganz Allgemeines. Ja, ja. Morgen alles. Morgen, Bruder. Morgen. Ja? Was habt ihr denn geträumt heute Nacht? Was man nämlich in der ersten Nacht im neuen Haus träumt, geht in Erfüllung. Wirklich? Oh, das wäre sehr schön. Der Mathelehrer, hm?
kam in mein Zimmer, setzte sich an den Bettrand und... Karin, keine Pubertätsgeschichten, ja? Mach dir nichts draus. Es gibt Väter, die sperren ihre Töchter ein. Alles aus Eifersucht. Jetzt hat das dir aber gegeben, ne? Wenn wir nicht bald auseinandersetzen, werden sie beide noch frecher. Also ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan, diese Jalousien, diese Morschen. Wir haben einen Krach gemacht, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Die müssen alle ausgewechselt werden. Mutter, dieses Haus hat keine Jalousien. Dann waren es die Tannen. Ich weiß gar nicht, was ihr darüber zu lachen habt. Ich habe von so einem Knattern geträumt, wie ein Maschinengewehrfeuer. Immer wenn einer aufs Klo ging, dann bummste das so. Weil die nicht beim Frühstück, Mensch, entschuldige mir. Nein, nicht, was du denkst. Das war die Wasserleitung, die poppert da immer so. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen, Schindler. Guten Morgen, Schindler. Na, wie haben Sie denn geschlafen? Ja, sehr unbequem, leider. Ich habe mich vor den Fernseher gesetzt, den Sie mir freundlicherweise überlassen haben. Und da bin ich eingeschlafen. Ja, was gab's denn? Quiz. Aber der Quizmeister da war... Naja, gut. Möchte ich das Kaffee? Also, nein, vielen Dank. Ich habe es sehr eilig. Schönen Tag noch allerseits. Dankeschön, ja? Gleichfalls. Wir schauen Ihnen auch. Hey, Junge, beweg deinen Hintern, Mensch! Bummel kannst auf dem Kuhdamm! Maul, sonst sitzt das auf der Haube, du Arsch! Hey, sag mal, kennen wir uns nicht? Pass auf, du Strizi! Franz! Hast du gesehen? Was ist mit dir los? Hast du genau angeguckt? Warum denn? Der hat bei mir im Bus eine Handtasche geklaut. Wir haben ihn erwischt. Ich hatte ihn schon am Jackenkragen, da hat er sich aus der Jacke gepult und ich stand da mit der Jacke in der Hand. Und dann hat er mir gedroht, als er weit genug weg war. Pass auf, du! Ja! Denk an deine Pumpe, Mann! Hast du schon Platz in der Karte, du Fettsack? Moment mal! Ja, ja, oh, Mensch. Kommst du spät, Mann. Du, pass auf, du. Danke. Ist schwindelig. Bitte nimm doch schnell ein Stück Wasser, Kind. Na, mit Wasser geht es nicht weg. Was ist es denn? Ach, weißt du, mir ist alles so fremd hier. Na, hör mal. Du hast doch schließlich Franz und Karin... Und vor allem mich, deine Mutter. Weißt du? Ich glaube, ich bin ein ganz schlechter Mensch. Ja, mir ist alles und alle so gleichgültig geworden. Früher am anderen Haus, da habe ich Knuts Schritte gehört. Wie er die Treppen runtergesprungen ist oder sein Pfeifen in der Garage. Wenn er an seinem Motorrad gebastelt hat. Ich hab's gehört, obwohl er längst tot war. Aber hier. Eigentlich müsste ich dir ja jetzt böse sein, aber irgendwie kann ich dich schon verstehen. Es ist wie nach der Geburt des ersten Kindes. Man hat es monatelang mit sich herumgetragen im Bauch. Man hat die Herzschläge gehört, Bewegungen gespürt und auf einmal ist es weg. Da kommt man sich dann so leer vor, so wie eine leere Schale. Mama. Wieso können wir uns nicht öfter so unterhalten? Das geht nicht, Hilde. Dafür sind unsere Gedankengänge zu verschieden. Außerdem wird das wahnsinnig langweilig. Sag mal, musst du dich so voll schmuddeln? Der ganze Anzug ist doch hin. Kannst du dich ein bisschen aufpassen, Hildegard? Bekannte Töne und ich dachte schon, du bist krank. Hallo. Hallo, Dieter. Wer war das? Einer aus der Werkstatt. Nun mach dir mal nicht so einen Kopf, Franz. Wenn du am Steuer sitzt, da kannst du doch nicht alles sehen, was am Oberdeck passiert. Ja. Schon wahr. Einmal kann einem das passieren. Und nicht viermal, wie bei mir, so eine Sauerei. Da steckt was dahinter. Das sind irgendwelche Chaoten oder Antitypen? Ja, du, das geht hier nicht gegen die BVG. Da will mich jemand treffen. Mich ganz persönlich. Der will mich klein machen. Der will mich winseln hören. Hugo hat sogar schon gefragt, ob ich überhaupt noch im Liniendienst bleiben will. Pass mal auf, du bist doch ein Studierter, ne? Kannst du mir erklären? Menschen studieren auf der Uni Kriminalistik. Auf der Polizeischule wird ihnen Spurensicherung beigebracht. Und die Kripo, die hat einen riesigen technischen Apparat mit Labors und Computern. Aber so einen kleinen, mickrigen Sprayer, den kriegen sie nicht. Vielleicht hast du dich ja mit einem angelegt. Hast du da nicht was von so einem Dieb erzählt? Hm. Dieses pubertäre Würstchen, den erkenne ich sofort, wenn der in den Bus steigt. Naja, vielleicht verkleidet er sich ja. Mit Pappnase und Bart, wa? Vielleicht hat er Komplizen.
Franz, du bist gar nicht so blöd, wie du aussiehst. Ja. Hallo? Hallo, Frau Sonntag. Ja, wir nehmen nichts, wir geben nichts und wir brauchen auch keine Zeitungen. Mutti, das ist Herr Wittico, mein Mathelehrer. Ach, der schwebende Surfer, der mit dem fliegerigen Blick. Kari, mit dem bitte was? Na, mit dem Blick auf Sendung, hat sie immer gesagt. Ich grüße Sie, aber Sie kommen sehr ungelegen. Ja, ich sehe schon. Ich habe auch versucht, mich anzumelden, telefonisch unter der 3104567. Sie wissen sie noch. Die Nummer haben Sie sich gemerkt. Ja, als Mathelehrer sollte man ein gutes Verhältnis zu Zahlen haben. Ja, wir haben ja eine neue. Wollen Sie hier mit rein, mit ins Haus? Nein, ist nicht nötig. Warum ich gekommen bin, ist, Sie wissen ja sicherlich, dass Karin nicht gerade ein Mathe-Genie ist. Ja, das wusste ich nicht erst nach ihrer 5. Also, Herr Simon und ich. Herr Simon? Der Rektor. Ja. Wir würden Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Da Sie ja nun umgezogen sind, wäre es dann nicht besser, wenn Karin auf das nahegelegene Gymnasium ginge. Ich weiß auch, dass dort Mathematik nicht ganz so ernst genommen wird. Blindschleiche. Entschuldigen Sie, Herr Wittico, sie benimmt sich unmöglich. Das ist nicht so schlimm, aber es wäre mir sehr daran gelegen, wenn Sie diesbezüglich auf Karin einwirken würden. Sie sollte die Schule wechseln. Gerne, ich finde es fantastisch, wenn Sie so auf meiner Linie bleiben. Ich bin auf Ihrer, wenn Sie mir da helfen wollen. Aber selbstverständlich, Frau Sonntag. Ich bedanke mich und auf Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Tschüss. Gut. Beim Abendblatt. Zeitung? Was ist denn hier Interessantes für eine Zeitung? Oh. Du siehst doch, alles Schrott hier. Ey, und die Kamera her. Ey, was soll das die denn? Die bleibt hier. Ey, ihr tickt wohl nicht ganz richtig. Los, Kamera her. Mensch, wie soll ich denn da Fotos von euch machen, hä? Das ist mein Problem. Gib die Kamera wieder her, hä? Richie, heim auf die Pitchy. Mann, sachte. Was soll das denn? Pass mal auf, wenn du uns in die Pfanne hauen willst. Von wegen Assis und so, ja? Ach, was hast du in die Pfanne hauen? Ich mache hier einen Beitrag über das Freizeitverhalten der Berliner Jugend. Das wird ein ganz kritischer Beitrag, sonst nichts. Also, Kamera her, los, das ist nicht meine. Musst du was springen lassen? Ihr seid vielleicht, naja, Pfund, okay? Pfund! Ja, komm, Fuffi. Dann kriegst du bei der Zeitung sowieso wieder hier auf die Spesen und so. Ich hab jetzt nur einen Hunderter. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Nee, komm, gib das Geld wieder her. Ey, wir wollen das ist viel zu viel. Was soll das denn? Gib das Geld wieder her, los. Mensch, 100 Mark. Gib die Kamera ihm wieder. Spinnt wohl. Gib ihm die Kamera wieder. So, du hast deine Kamera, einen netten Film von uns. Glaubst du? Und musst bei der Zeitung Karriere machen. Ist doch gut und verpiss dich. Hau ab, los. Zieh deine Hand schnell. Gehen wieder. Prima machst du das, Karin. Aber auch die Ecken und Kanten schön satt einstreichen. Oh, ne? Geht's auch mal ohne Meckern. Nicht geizen meine mit dem Kleister. Fleißmäuse, möchtet ihr was trinken? Das ist nett von dir, Liebling. Franz! Aber nachher, wir haben noch drei Bahnen. Ja, was ist denn? Ja, du Pfeife, Mensch, du wolltest mir doch helfen hier. Ich weiß, tut mir leid. Du, ich glaube, wir haben sie. Wen? Die Typen. Warst du noch an der Stelle, wo wir neulich deinen Dieb gesehen haben? Ja. Da bin ich nochmal hingefahren. Und? Du, der hat Kompane. Ach. Da bin ich im Laden, hab mir ein Fotoapparat ausgeliehen und jetzt guck mal her. Du glaubst, das bringt was? Na, guck doch mal. Ah ja, tatsächlich. Hier, den kenne ich. Der war mal bei mir im Bus, glaube ich. Echt? Ja. Das ist Richie. Ganz ätzende Stinksocke. Schauen die sich auch noch Bilder an. Papa, die Tapete. Was sind das für Bilder? Klärt mich mal jemand auf? Wie? Hat Franz Ihnen nicht erzählt, dass Sie ihm auf dem Oberdeck alles versaut und beschmiert haben? Und das schon viermal? Hier. Und diese Typen hier, die haben wir im Verdacht. Und das wird der Chef der Bande sein. Nee, hat nichts. Warum hast du denn nichts gesagt? Oh, Hildchen, du hast doch deine eigenen Probleme. Ich wollte dich damit nicht belasten. Stell dir vor, dieser Piefke wollte nicht alle machen. Das sind doch Kinder. Ja, und was für welche? In der Straße stehen ein paar Typen vor den Fotos. Steigen aber nicht ein. Habe verstanden. Kollege Sonntag, Sie bekommen wahrscheinlich an der Furt-Wengler-Straße Besuch, wenn es zutrifft. Verfahren Sie wie verabredet. Verdammt nochmal, die sauen wir doch den ganzen Bus ein.
Wir haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ja, ihr müsst ja wissen, was ihr tut. Da bin ich ja gespannt. Jetzt müsste an der Furtwänglerstraße sein. Furtwänglerstraße? Na, da bin ich mal gespannt, ob wir die schnappen. Zentrale, läuft alles in Verabredung. Franz, Junge, behalt die Nerven, ne? Na, was sagen Sie nur, Wachtmeister? Wenn irgendeiner von den Fahrgästen Lust bekommt, auf dem Oberdeck zu fahren, dann war alles nur eine Übung. Nun malen Sie mal die kleinen Teufel an die Wand. Ja. Nach Ihnen. Danke. Hallo. Danke sehr, sehr freundlich von Ihnen. Sie haben mir gerade noch zu meinem Glück gefehlt. Ja. Gehen Sie heute bitte nicht nach oben. Ja, aber ich fahre doch immer oben, da kann ich ja gleich meine eigenen Wagen benutzen. Seien Sie nicht so vergnügungssüchtig, ich habe meine Gründe. Von Ihnen lasse ich mir doch nichts verbieten. Wenn es sein muss, dann gehen Sie nach oben. Ich hab Sie ja mal. Gehen Sie. Danke, danke. Das will eine große Katastrophe. Die verwüsten ihren ganzen Bus. Alles voller bunter Farbe. Sogar meine Lieblingsscheibe ist bemalt. Diese Wunderbar. Band daran. Daran Schön wunderbar. Bunt, was? Ihr könnt kommen. Wir haben Sie. Wen haben Sie? Das ist Vergnügungssüchtig. Na klar. Jetzt bin ich nämlich dran. Wollen Sie was erleben? Selbstverständlich. Dann steigen Sie aus. Oh, steigen, ja. Natürlich. Und Sie auch, meine Herrschaft. Steigen Sie aus. Still. Der Motor ist doch aus. Keine Aufregung, ihr werdet abgeholt. In der Nobelkarosse. Guck mal da. Mach auf, du Arsch. Scheiße. Übrigens hätte sich vorher auf mich verlassen können. Ach ja? Ich trage den schwarzen Gürtel. Ich bin raus jetzt. Komm. Tschüss. Guck dir den an. So eine Sauerei. Das sind Vorsichtsmaßnahmen. Bunt, wa? Guck dir den an, du. Naja, Mensch, wir brauchen da Beweise, du alter Zausel. Du übrigens, dein Andi. Kunstkerl. Meine Schule, Qualität setze ich eben durch. Ach nee, auf eh mal. Ja. Fahr du die bunte Kuh nach Hause, ich schäme mich.